Zeiten? Ganz klar. Wo vorne? Willst du mich verarschen? Der könnte nicht mal eine Grippe einfangen. Nackt in einem Schneesturm gestanden hätte. Selbst wenn er am Nordpol... Sieh dich nach Malkit und Autos um. Können dir das Leben retten? Ich habe ein Sonderangebot für dich. Kannst du mal ein bisschen aufpassen? Was ist denn los? Harun, dieser furchtbare Unmensch. Er hat meine Schwester vertrieben. Aida ist Witwe mit zwei Kindern, Jasmina und Jamil. Sie sind unter dem Zaun durch, um ihre Mutter zu finden. Jasmina ist gestern zurückgekommen, aber Aida und Jamil sind noch da draußen. Bitte, könntest du meine Schwester und meinen Neffen zurückbringen? Ich werde es versuchen. Wo ist das Mädchen? Sie versteckt sich in meinem Haus vor Harun. Sie hat Angst, er wirft sie auch raus. Vielleicht rede ich mal mit Harun. Er ist nicht da. Oh, dann solltest du ihn suchen. Ich suche nach Harun. Harun? Der Typ ist echt eine Plage. Wenn du ihn siehst, könntest du ihn dann in ein Loch schubsen. Jasmina, ich will deiner Mama helfen. Sprichst du mit mir? Sie ist in Gefahr. Ich muss sie finden. Sie ist weg. Sie wurde gebissen. Harun sagt, wer gebissen wird, kann nicht hierbleiben. Ich bringe sie an einen Ort, wo es Medizin gibt. Dort wird man sie nicht wegschicken. Kannst du mir sagen, was dir und deinem Bruder zugestoßen ist? Jamil und ich sind unter dem Zaun durch, um Mama zu suchen. Wir haben sie bei den Häusern hinter dem Tunnel gefunden. Da war ein Beißer. Er hat mich gebissen. Mama hat ihm auf den Kopf gehauen. Er hat dich gebissen? Nur ganz leicht. Ich habe mich gewehrt. Und deine Mama? Sie hat uns in ein Haus geführt und ist dann los Medizin suchen. Als sie wieder da war, hat sie Jamil gesagt, er soll dort warten. Und dann hat sie mich zu diesem Mann gebracht. Hat er dir Medizin gegeben? Ja. Er hat gesagt, dass wir noch mehr brauchen. Aber ich und Mama könnten im Keller bleiben, als seine Püppchen. Ich weiß nicht, was das heißt, aber Mama hatte Angst. Sie hat ihn gehauen und gesagt, ich soll weglaufen. Ist schon gut, Jasmina. Ich werde sie finden. Wo lebt dieser Mann? Weiß nicht genau. Es ist ein Haus mit Hämmern und Äxten. Und wo ist dein Bruder? Jamil versteckt sich in dem Haus mit den roten Blumen. Du bist sehr mutig, aber du musst noch ein wenig hierbleiben. Halt dich von Harun fern, bis ich zurück bin, ja?
Würdest du wirklich Mama und meinen Bruder finden? Auf jeden Fall. Dankeschön. Wo finde ich Harun? Vermutlich unter der Brücke. Da wohnen die meisten Trolle. Frisst wohl gerade Fischköpfe. Harun. Hey, ich bin beschäftigt. Wieso hast du diese Frau aus dem Dorf vertrieben? Aida? Die ist infiziert. Kein Infizierter darf im Dorf bleiben. Will Gerstl das so? Manche Leute wollen keine schwierigen Entscheidungen treffen. Ich tu's. Wenn Aida lieber hier geblieben wäre, hätte sie sich eben nicht beißen lassen dürfen. Pech gehabt. Sayonara. Was ist mit den Kindern? Was soll mit denen sein? Hier gibt's kein Antizin. Ich hab ihnen Gefallen getan, damit sie nicht zusehen müssen, wie wir ihre Mutter zerstückeln, wenn sie zum Zombie wird. Du wirst mir gerade unsympathisch. Hey, ich will keinen Ärger. Du siehst ganz in Ordnung aus. Und schönen Tag noch, ja? Und jetzt verpiss dich! Ich hab mir überhaupt nichts vorzuwerfen. Was ist? Im 18. Stock hat sich jemand verwandelt. Wir versuchen, die Kontrolle zu wahren, aber... Um's ganz klar zu sagen, Crane, wir brauchen Antizin, und zwar sofort! Rais hat mir 2 Kisten versprochen, Bracken. 2! Ich mach's so schnell ich kann, ehrlich. Gut. Beeil dich bloß. Bitte. Yeah.
Ein simpler Auftrag, hieß es. Von wegen. Danke dir, Kumpel. Ohne dich würde ich die Radieschen von unten betrachten. Warte, ich tu dir nichts, ich tu dir nichts. Du bist Jamil, ja? Ja. Ich such deine Mutter. Kannst du mir sagen, wo sie ist? Jasmina ist gebissen worden. Mama hat sie zu einem Mann gebracht, der Medizin hatte, die vom Himmel gefallen war. Sie hat gesagt, er heißt Salim. Weißt du denn, wo Salim wohnt? Im Werkzeugladen. Hör mir zu, Jamil. Ich hol jetzt deine Mama und komm dann zurück. Warte hier auf mich, okay? Okay, komm bald zurück. Mach ich. Keine Angst.
Salim! Salim, lass uns reden! Howard, ich bin bewaffnet, also verzieh dich besser. Aber Daryl... Du musst Ida laufen lassen! Meinst du dieses dumme Weib? Sie ist tot. Sie war infiziert. Ich musste sie töten. Ihre Tochter sagt, du hast Antizin. Keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich habe nichts damit zu tun. Ich gehe hier nicht weg ohne sie. Ach ja? Du hast also Lust auf eine Party? Dann brauchen wir noch ein paar Gäste.
Gott, was hat er dir angetan? Ganz ruhig, ganz ruhig. Du bist frei. Jasmina, meine Tochter, sie ist... Sie ist im Dorf und wohlauf. Dein Sohn versteckt sich immer noch im Haus. Wo sollen wir jetzt bloß hin? Harun wird uns wieder aus dem Dorf vertreiben. Nimm deine Kinder und geh mit ihnen zum Turm. Frag dort nach einer Ärztin namens Lena. Sag ihr, dass Crane euch schickt. Und dass er dafür sorgen wird, dass genug Antizin für dich und deine Tochter da ist. Du bist Crane? Ja, ich bin Crane. Geh jetzt zu Jamil, er wartet auf dich. Jasmina ist bei deiner Schwester. Danke, dass du so gütig warst. Ich dachte, so etwas gäbe es nicht mehr. Jemand sagen hören, Raisa, denk gut drüber nach, Kuria. Thank you.
Ich weiß nicht, so ungefähr auf halbem Weg. Gut. Du musst einen kleinen Umweg für mich machen. Wieso? Eine unserer Patrouillen ist in der Nähe des Markts verschwunden. Warum ist das mein Problem? Weil ich es sage. Versuche sie zu finden. Oder komm gar nicht erst zurück. Es nicht ertragen, unsere Kinder hungern zu sehen. Die Hilfsmittelabwürfe sind sinnlos. Reis. Krallt sich ja doch alles. Hey, ich... Ich hätte da ein Schnäppchen für dich.
fauliges Stück Dreck! Nimm das! Weg mit dir! Versuch doch das hier zu beißen! Ich habe diese Patrouille gefunden. Etwas hat sie in Stücke gerissen. Durchsuche die Leichen. Die Entwürfe sind in einem kleinen Umschlag. Und mach sie bloß nicht kaputt. Sie sind mehr wert als all diese toten Ärsche zusammen. Oh, Scheiße! Heilige Scheiße! Noch nicht. Einen Moment. Okay, ich hab ihn. Gut. Bring das gute Stück sofort zu mir. Du wirst hier noch zum Helden.
Kannst du mir helfen, meinen Sohn Christoph zu finden? Du arbeitest für Rais, oder? Ja, zum eigenen Schutz. Aber mit sowas kann ich ihm nicht kommen. Mein Sohn Christoph ist jung und voller Idealismus. Er versteht nicht, dass man im Leben manchmal mit Leuten auskommen muss, die nicht ganz so gut sind. Und nun hat er sich Brackens Leuten im Turm angeschlossen, um einer ihrer Kuriere zu werden. Das ist nicht ganz ungefährlich. Es wird ihn das Leben kosten. Er ist nicht bereit. Er ist zu jung für diesen Job. Solltest du nicht selbst nach ihm suchen? Verstehst du nicht? Ich fertige Waffen für Rais. Wenn die Nächsten nicht rechtzeitig fertig sind, bringen sie Christoph und mich um. Hilf mir, du wirst es nicht bereuen. Ich werde dir etwas ganz Besonderes geben. Etwas Tolles. Ich werde mich mal im Turm umhören. Ich melde mich, sollte ich was erfahren. Wenn du mich fragst, dein Beschützer scheint dir ganz schön Angst zu machen. Findest du nicht auch?
Thank you.
Danke, das können wir echt gut gebrauchen. Sobald eins der Pakete aufkommt, ist auch... Kennst du einen Christoph? Ist er hier irgendwo? Ja, kenne ich. Weiß aber nicht, wo er im Moment ist. Wahrscheinlich auf irgendeinem Himmelfahrtskommando. Crane,
So war doch der Name, nicht? Ich hätte da einen freundschaftlichen Rat für dich. Okay, und wer bist du? Mein Name ist Ibrahim. Aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass du es wahrscheinlich mit einem Typen namens Tahir zu tun bekommen wirst. Schau mal, ja, ich kenne ihn. Rais rechte Hand. Und? Ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, mehrere Jahre eine Gefängniszelle mit ihm zu teilen. Bei unseren Gefängnissen hier ist das so. Sitzt du erst einmal ein, Hut ab dann war es das meist für dich. Endgültig. Aber Tahir hat überlebt. Und nicht nur das. Er hat es genossen. Seine unfassbare Grausamkeit hat es ihm möglich gemacht. Einmal haben fünf Männer aus Zahnbürsten Messer gefertigt und sind auf ihn los, um ihn abzustechen. Tahir konnte ihnen zwei der Messer abnehmen. Mit einer Klinge in jeder Hand richtete er ein Blutbad unter den Typen an. Er richtete sie so übel zu, dass sie nur noch an ihren Zähnen identifiziert werden konnten. Krass. Rais ist gerissen, grausam und verrückt. Aber du würdest gut daran tun, Tahir mit der gleichen Vorsicht zu begegnen. Er ist eine Bestie in Menschengestalt. Ich suche nach einem gewissen Christoph. Jetzt, wo du es sagst, einer der neuen Späher heißt Christoph. Sprich mit Ayo auf der 19. Etage. Er leitet die Funkstelle für die Späher. Die Hilfsgüterabwürfe sind sinnlos. Reis bleibt. Tut mir leid, kein Zugang zu den oberen Etagen. Wieso? Im 18. Stock hat sich einer verwandelt. Ein Riesenschlamassel. Fürs Erste darf niemand rein. Du brauchst Antizin? Vergiss die GRE-Pakete. Wir müssen direkt zurück.
Okay, mir scheint, Rais ist ja nicht gerade der Publikumsliebling. Nein, aber er ist gefürchtet. Wie das Sprichwort sagt, besser gefürchtet als geliebt zu werden, wenn du nicht beides haben kannst. Machiavelli. Genau, das war ein kluger Kerl.
Hier spricht Jade. Es wird in etwa einer Stunde dunkel, Leute. Ihr solltet also zusehen, dass ihr euch auf den Rückweg konzentriert. Hier, die Entwürfe. Wunderbar. Du bist viel verlässlicher als diese Säufer.
Rais wartet auf dich. Vielleicht können wir mal wieder zusammenarbeiten. Das will ich nicht hoffen. Zeigt mein Mitleid. Sehen Sie das als Schwäche an. Gib ihnen den kleinen Finger. Nehmen Sie die ganze Hand, verstanden? Ich gebe dir ein Dach, Brot, Frauen, Munition. Und du bist unfähig, diese simple Aufgabe zu erledigen. Ich sollte euch alle in die Arena schicken. Ah, der Lakai des Torems. Hast du was für mich, Freund? Ja, hab ich. Und jetzt gib mir, was du mir versprochen hast. 2 Kisten Antizin. Wehr dich nicht. Deine Treue zum Turm ist nur blinder Gehorsam, Crane. Feige Unterwerfung vor falschen Hierarchien. Du befolgst ihre Regeln so gedankenlos wie meine. Wie ein braves, kleines Hündchen. Aber wir hatten einen Deal. Deine Leute brauchen Antizin. Dringender als je zuvor, schätze ich. Aber ein Mann, der den Regeln eines anderen folgt, ist kein Mann. Hier. So viel kannst du haben. Du hast mir 2 Kisten versprochen. Das sind nur 5 Ampullen. Willst du mehr, kann ich dir was anbieten. Die Sportlerin, der Skorpion, Jade Aldemir. Sie ist eine von euch. Bring sie mir. Ich habe eine Arena, wo Leute zu meiner Unterhaltung kämpfen. Ich will, dass der Skorpion für uns kämpft. Mich würde brennend interessieren, wie lange jemand ihres Kalibers durchhält. Was? Ich... Nein, vergiss es. Das mache ich nicht. Ich höre Unsicherheit in deiner Stimme, Crane. Du hast noch nicht entschieden, das weiß ich. Willst du ein Hündchen sein und die Turmbewohner retten? Oder ein Mann und die Jungfrau retten. Geh, denk darüber nach. Ach Mist. Oh!
Warnung an alle! Alfie hier! Wir haben im Turm kein Gas mehr. Und anscheinend geht's im Rest der Stadt genauso. Was ist passiert? Keine Ahnung. Jeff, unser Gasexperte, hat uns letzte Woche verlassen. Er war unersetzlich. Vielleicht kann ich ihn finden. Du musst ihn finden, und zwar schnell. Er soll sich eine eigene kleine Festung hinterm Bahnhof gebaut haben. Hey, ich hab dich rumlaufen sehen. Gehörst du zu den Typen vom Turm, oder was? Kannst du mir helfen? Ich habe seit Tagen weder gegessen noch geschlafen und bin einfach todmüde. Wie kann ich dir helfen? Ich soll ein paar Kranken die Arzneien bringen. Ich... Sie schon wieder. Sagen Sie Rais, er kann mich am... Hey, was ist das? Haben Sie Kräuter? Wunderbar. Jetzt muss ich nicht mehr mühselig nach Essbarem suchen. Sie sind mir ein Rätsel, aber hier ist Ihr Lohn. Haben Sie sich redlich verdient.
Was brauchst du? Ich habe alles da. Was brauchst du? Ich habe alles da. Aus deinem Tizin? Vergiss die GRE-Pakete. Ja, was du direkt so machst. Das ist der Fort Jefferson-Turm und Sie werden mich mit Kommandant Jeff ansprechen. Ich mache hier die Regeln. Nicht Bracken, nicht Raiz,
Das hier ist Jeff Hausen. Oder Jeff Bergen. Jeff Burg. Neu Jeffingen. Hey, Jeff. Kommandant Jeff. Es ist ein Notfall. Die Stadt hat kein Gas mehr. Ach ja, das war ich. Sie haben das Gas abgedreht? Das Installieren der Höllenwand am Fort Jefferson erforderte eine Unterbrechung der zivilen Gasversorgung. Sie haben meine Erlaubnis, diese wiederherzustellen. Das sollten Sie erledigen. Keinesfalls. Meine Abwesenheit würde die Basis gefährden. Das ist eine Aufgabe für entbehrliche Kräfte. Kommandant, ich melde mich freiwillig. Guter Mann, wie immer Sie auch heißen. Wäre schlecht, Sie zu verlieren. Also, öffnen Sie die Ventile der einzelnen Quadranten sowie die Hauptverteilungsschleuse. Melden Sie sich bei mir und ich stelle den Gasdruck für die Stadt wieder her. Hey, falls Sie die Mission überleben, dürfen Sie als erster Zivilist die Höllenwand bewundern. Heute Abend veranstalten wir ein Untotengrillfest. Ich kann es kaum erwarten. Irre, sagen Sie? Würde ein Irrer eine Feuerwand erschaffen?